Ja, dann herzlich willkommen ganz offiziell jetzt zum Meetup. Heute ist unser 48. Also wir haben noch zwei Male, dann haben wir, sag ich mal, die halbe 100 voll. Und ja, heute ist 48. und freuen uns wirklich darauf, dass der Jakob als ehemaliger Mainzer Student hier ist und sein Gorilla Funds Projekt gemeinsam mit dem Stefan vorstellt. Das Thema geht um Working for a DAO. Ich weiß nicht, ob ihr die Tweets gesehen habt von uns, aber ich glaube, das wird so in Zukunft einiges verändern in der Businesswelt oder auch wie man Aufträge findet, Jobs findet. Da gibt es schon einige, ich nenne mal Crowdsourcing-Möglichkeiten, wo man sich mit Ethereum, seine Public-Adresse anmeldet und dann da an Projekten, kleinen Tasks arbeitet. Da gibt es ja schon einige Initiativen. Und bin mal spannend, wie das wirklich im konkreten Fall aussieht bei euch. Und würde sagen, Stefan, du darfst dann dein Screen sharen. Ja, danke euch. Schauen wir mal, ob das klappt. Das hier. Können wir es sehen? Ja. Ja, sehr gut. Ja, Jakob und ich haben ja gesehen, dass ihr letztes Mal über die DAOs erklärt habt. Insofern müssen wir gar nicht so viel Grundlagen machen. Ich glaube, die letzte Session, die ich leider verpasst habe, ging ja darum, was ein DAO eigentlich ist. Also insofern haben wir heute nicht so viele Grundlagen mitgebracht und wollen euch einfach so die Geschichte von Jakob eigentlich erzählen, wo wir als Türke so einen kleinen Teil beigetragen haben und das Projekt, das Jakob dann nachher vorstellt oder seine Produkte, die entstehen im Dunstkreis von DAOs und wie wir da zusammengearbeitet haben und was wir mit dem DAO gemeinsam gemacht haben, das wollen wir euch heute ein bisschen näher bringen und bewusst eher so aus einer Business-Perspektive, also nicht so als Individuum. Ich glaube, da gibt es auch viele andere Beispiele, wie man als Einzelner für einen DAO mal einen Auftrag an Land zieht. Das habe ich persönlich auch schon mal an einem Wochenende gemacht. Das ist gar nicht so schwer. Aber heute soll es eher mal darum gehen, was auf einer Geschäftsebene dann auch eigentlich passiert. Also wenn man als so eine traditionelle Firma, entweder als ein Startup, wie es der Jakob gegründet hat, oder als eine alteingesessene Zülke, wir sind 50 Jahre alt, was das eigentlich bedeutet, wenn man da ins Business eintritt mit einem DAO. Ja? Das ist so der Scope, den wir heute mitgebracht haben. Und damit ihr versteht, wer hier spricht, haben wir nur zwei, drei Slides mitgebracht, wer wir eigentlich sind. Jakob, willst du mal Gorilla Funds Na kurz klar. vorstellen? Genau, ja, also Gorilla Funds, wer ist das? Ne? Also das ist meine Firma, die ich vor 2 Jahren gegründet habe. Damals noch ganz allein und noch irgendwie gerade so in meinen Endzügen als Lehrer. Und dann ist relativ schnell der Sascha, einer meiner Entwickler, dazugekommen. Und dann sind wir dann die große Geschichte mit Zügel gestartet. Ne? Da haben wir dann schon in einem Team gearbeitet und anschließend wurde irgendwie immer mehr zu tun und immer mehr Möglichkeiten haben wir gesehen und sind inzwischen von Making Asset Management of the Future Accessible vielleicht schon fast eher nachher bei Making Web3 Accessible. Weil ihr vielleicht nachher seht, dass wir nicht nur Asset Management machen, sondern noch ein bisschen mehr. Aber das ist Gorilla Funds. Momentan sind wir ordentlich viel am Entwickeln und ich hoffe, dass wir bald ein bisschen mehr in die Phase kommen, wo man dann auch ein bisschen mehr auf Produktseite von uns hört. Ja, Stefan. Ja, vielleicht ein, zwei Sätze zu uns. Wir sind, wie gesagt, die Türke-Gruppe, die mittlerweile etwas breiter aufgestellt ist. Wir sind vor ein paar Jahren jetzt auch erfolgreich so Richtung Asien gegangen. Sind mittlerweile, glaube ich, sogar 1800 Leute, stellen also relativ viele Leute ein, sind Innovationsdienstleister, und machen so verschiedenste Sachen, also von Strategy, Business Innovation. Wir bauen auch Systeme, Low-Level-Systeme, Embedded-Systeme, bis hin zu Digital Solutions, Applications. Und ein Riesenfokus ist jetzt gerade auch Data Science, AI. Ja, da sehen wir eigentlich, dass die Zukunft hingeht. Blockchain steht hier noch nicht und mein Auftrag ist, das zu ändern. Also eines meiner Hobbys ist letztendlich gerade in der Züge gruppenweit bis nach Hongkong und Singapur
ja, dafür zu sorgen, dass mehr und mehr Ingenieure bei uns das auch verstehen. Das ganze Thema ist interessant. Also es ist echt am schwierigsten, die Informatiker zu überzeugen, aus meiner Sicht. Die stehen dem Ganzen am skeptischsten gegenüber. Die Businessleute sind da eher offener bei uns im Haus. Aber das soll es jetzt auch mit Werbung gewesen sein. Wichtig zu verstehen für euch ist, dass wir keinerlei Produkte haben. Also wir haben quasi nur Menschen im Angebot oder Teams. Also wir verkaufen eigentlich Time to Market, wenn man so will, indem wir einfach unsere Kunden unterstützen, coole neue Lösungen auf den Markt zu bringen. In diesem Fall Gorilla Funds im Auftrag für einen DAO. Das heißt, unser Setup, über den wir heute reden, ist letztendlich ein Produkt, das Gorilla Funds auf der grünen Wiese eigentlich sich ausgedacht hat, entwickelt hat, um Enzyme Finance, ehemals Mellon Protocol, umzusetzen und auch auf Basis eines Grants von diesem DAO. Das heißt, das Projekt wurde vorgestellt, kann der Jakob nachher noch mehr zu sagen, ja, dass wir letztendlich einen Grant beantragt haben in Kooperation, also Gorilla als das Startup, das was Cooles on top of Enzyme anbietet, mit der Entwicklungspower von unserer Seite. Und ja, das hat viel Spaß gemacht und ganz gut geklappt. Und da wollen wir euch mit auf die Reise nehmen. Auch viele, viele Stories erzählen, was da unterwegs so passiert ist, dass er ein Gefühl bekommt, was da so die Vor- und Nachteile von so einem Setup letztendlich ist. Genau, und ich will mal den Anfang machen, die Zügeperspektive und Jakob wird dann ergänzen, wie ist das eigentlich, wenn man mit so einem DAO in eine Geschäftsbeziehung tritt? Und ich will mal historisch anfangen. Es gibt ein Gründer, Gary Zülke, der mittlerweile 85 Jahre alt ist, der hat so eine goldene Business-Regel für Zülke mal erschaffen. Also wir müssen drei Bedingungen erfüllen, um einen spannenden Kunden für Zülke zu finden. Das heißt, einerseits braucht der Kunde, für den wir arbeiten, der muss ein Problem haben, das er selbst nicht lösen kann. Wir müssen in der Lage sein, das Problem zu lösen und am Ende des Tages muss er uns bezahlen können. Ja, so einfach ist die Dreierregel vom Gary Zülke und da stellt sich ja die spannende Frage, passen DAOs auf dieses Zielschema? Und wir glauben ja, also DAOs haben schon den Anspruch, sehr, sehr schnell zu sein. Wir wissen, es ist hier Open Source, es ist teilweise relativ kompetitiv, das Umfeld, das heißt, da schneller am Markt zu sein und vielleicht auch mit einem Service Provider sogar wie uns zu arbeiten, das ist schon gegeben. Wir haben große Lust, auch für so eine Art von Kunden zu arbeiten, der so ein bisschen aus der Reihe fällt. Das macht unseren Leuten extrem viel Spaß. Wir liefern sowieso typischerweise Mission Critical Systems, die halt in der Praxis funktionieren. Also wir machen ungern nur so Proof of Concepts, sondern eher Sachen, die wirklich im Feld dann im Einsatz sind. Das ist auch was ein DAO gebrauchen kann. Und die DAOs sind teilweise sehr gut aufgestellt, auch von der finanziellen Seite. Das heißt, die haben eigentlich auch Geld, um uns oder auch Jakob vielleicht bezahlen zu können. Und haben auch relativ agile Entscheidungswege. Also die Erfahrung hier war doch teilweise angenehmer, also für manchen Konzern zu arbeiten. Also wir als Dienstleister leiden da manchmal sehr, durch irgendwelche Einkaufsprozesse durchzukommen und wo Leute entscheiden über unser Projekt, die keine Ahnung haben davon, was wir da tun oder wenig Ahnung haben. Teilweise sind sehr kommerzielle Entscheidungen, wo das fachliche Know-how nicht so richtig mitspielt. Das ist für uns ein Prozess. Für manche Projekte, da arbeiten wir 24 Monate an einem Kunden, bevor wir eine Chance haben, irgendwas zu machen. Und das war bei dem DAO deutlich einfacher. Insofern ist es auch von der Seite ganz spannend. Also wir glauben, DAOs machen drei Checkboxen letztendlich auf diese alten, althergebrachten Regeln von dem Herrn Zülke. Insofern für uns sehr spannend. Was auf der anderen Seite aber steht, ist, es gibt durchaus auch Challenges, derer man sich bewusst sein muss, wenn man als eine traditionelle Firma, wie ich eine GmbH jetzt sehen würde, was sofort dann zum Tragen kommt. Also man wird in Krypto bezahlt. Man muss diese Krypto-Assets managen, die man kriegt. Man hat die irgendwann dann auch auf einem Balance Sheet und lernt sein Finance and Controlling kennen. Und man muss die, wenn man die irgendwann muss man sie auch umwandeln in Fiat, weil man ja will irgendwas davon haben. Und unser Vorteil war, dass wir ja vorher schon, wir sind schon länger unterwegs in der Krypto-Szene, also wir haben 2018 auch mal
ganz spannende Projekte mit Unibright gemacht und sind da schon mit Unibright-Tokens bezahlt worden. Das heißt, diese Probleme hatte ich Gott sei Dank alle vor diesem Problem schon gelöst. Trotzdem ist ganz interessant, wenn du in diesem Fall in Melonen bezahlt wirst. Also Enzyme Finance ist ja ursprünglich Melon-Protokoll gewesen. Das heißt, die haben auch dieses Melon-Token. Da kriegt man also sehr, sehr spannende Rückfragen von seinem Finance and Controlling, ob man das ernst meint, was man hier vorhat, dass man statt Euros in Melonen bezahlt wird. Vielleicht noch zwei, drei spannende Themen zum allerletzten Punkt. Wir haben also dann 2019 mal, als wir oder 19 oder 20, als wir dann Teile von Tokens mal in Fiat umwandeln wollten, einen professionellen Account bei Kraken angelegt, wir als Züge GmbH. Das ist auch eine sehr spannende Episode. Also man denkt so als Privatanleger, naja, gehst du halt auf so eine Exchange und machst mal kurz einen Account. Die wollen also die Eigentümerstruktur von dir wissen, weil KYC, AML-Regularien und so weiter und so fort. Also das ging bei uns bis in die Gruppenleitung der Züge Technology Group in der Schweiz. Und man wollte wissen, wem gehört eigentlich die Firma. Und also bei Kraken so einen Account zu bekommen, das ist mal so ein Abenteuer. Da würde ich mal ein paar Wochen einplanen. Vielleicht ist das mittlerweile auch einfacher. Das ist schon zwei, drei Jahre her. Und das andere ist dann, die eigene Hausbank darauf vorzubereiten, wenn man dann irgendwann glaubt, von so einer Unbekannten wie Kraken aus Kanada Euros empfangen zu wollen. Da soll man auch vorher mal Bescheid sagen, bevor die Deutsche Bank sagt, hier spenden wir mal kurz die Accounts, es gehen diesen Monat leider keine Gehälter raus. Also das hat gut funktioniert, aber ich glaube, ich würde da immer so vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Das ist alles noch ziemlich neu, das haben noch nicht so viele vor einem gemacht. Insofern sind das so die Fußangeln, deren man sich klar sein muss, bevor man so ein Abenteuer startet. Da kriegt man ganz spannende Rückfragen von Leuten, die mit Krypto gar nichts am Hut haben. Also bis zum Steuerberater, dem wir dann erklärt haben, wie das alles funktioniert und so. Genau, das war mal so meine Perspektive darauf. Aber Jakob hat auch einen. Genau, na klar. Ja, also erstmal, die Kooperation mit Enzyme, die kam ja wirklich, also das war ja wirklich so eine, sag ich mal, so eine Graswurzelbewegung. Ne? Ich habe schlicht und einfach Melon immer verfolgt, schon immer. Ich war total begeistert von ihrem ICO. Die waren ganz vorne mit dabei. Einer der ersten, die ein ICO gemacht haben. Und der war rasend schnell weggekauft, hatten aber relativ wenig eigentlich nur eingesammelt für das, was dann nachher ja alles eingesammelt worden ist. Und und ich habe die immer verfolgt und ich habe jede Alpha-Version getestet und so weiter. Und ich war halt immer total begeistert davon, was die halt bauen. Ja, und weiß ich, sag ich mal, vom ersten Punkt an fasziniert, dass es geht. Und und irgendwann kam bei mir halt selber auch einfach diese Bedürfnis. Ich habe plötzlich gesehen, hey, da kannst du ja auch was machen. Ja, weil das Schöne ist ja eben an diesen Protokollen, ist permissionless. Die können ja gar nicht verhindern, dass du auf ihnen baust. Ne? Und dann habe ich mir aber auch gedacht, hey, das ist ja auch eine total spannende Sache, wenn man halt eben, wenn der Wert des Protokolls einfach dadurch wächst, dass Leute anfangen, Wert zu kreieren. Und war halt der Gedanke geboren, einen Proposal zu stellen, um mit denen zusammenzuarbeiten. Und das hat sich, wenn ich das jetzt zurückwirkend betrachte, auch in vielerlei anderen Sachen ausgezahlt, weil einmal muss man sich wirklich bewusst sein, dass zum Teil da enorme Ressourcen vorhanden sind. Also ne, die haben Kohle, also jetzt zum Beispiel das Melon-Protokoll generiert 300.000 Melon-Token pro Jahr momentan noch. Das wird ein bisschen abnehmen über die nächsten zwei Jahre oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt die exakte Inflation nicht mehr im Kopf. Aber bei jetzt aktuell 50 Euro den Token ist das natürlich eine ganze Menge an finanzieller Power, die sie einfach quasi selber generieren. Es ist verrückt, dass das funktioniert, aber es funktioniert. Und das ist natürlich dann eine Sache. Außerdem hat halt eben Enzyme wirklich spannenden Markt bedient. Also das Asset Management ist eigentlich,
also ich sag mal, Blockchain ist wie gemacht dafür eigentlich, weil die Transaktionen sind transparent, es ist sicher und auch einfach zu auditen und so weiter. Also im Grunde alle Vorteile von der Blockchain spielen sich da komplett aus. Ja. Aber wir haben halt gesehen, bei Enzyme, so wie es jetzt gerade ist, also es gibt einmal das Protokoll und dann gibt es oben drüber das Application Layer, sage ich mal. Avantgarde Finance hat eben ein UI gebaut, mit dem man einfach Fonds bauen kann und rein investieren kann. Aber wir haben halt gesehen, dass ganz viele der Asset Manager nicht unbedingt auf einem, ich sag mal, Marktplatz sein wollen, weil momentan sind halt wirklich alle Asset Manager in der Konkurrenzsituation. Die haben natürlich super tolle Filterfunktionen eingebaut. Filterfunktionen bedeuten aber auch immer, dass man als Asset Manager immer nur einen Klick von dem nächst besser performenden Fonds weg ist. Ja, und halt jetzt ein Asset Manager hat halt eben nicht immer den besten Tag. Und wenn er halt jetzt eben gerade seine Fonds vermarkten möchte, dann braucht er halt noch mehr. Oder dann hätte er am liebsten seine eigene Webpräsenz mit dem er wirklich auf den Kunden zugehen kann, seine Target Group ansprechen kann und wirklich gezieltes Marketing machen kann. Ne? Auch so ein, ich sag mal, so ein Boomer investiert in einen anderen Fonds als einen mit 20er oder irgendwie sowas. Naja, und genau halt das war eben unsere Idee, halt dann eben in eine Kooperation mit Enzyme einzugehen. Ja, genau. Dazu kommt auch noch, dass eben Enzyme halt eben jetzt bin ich ein bisschen gerade raus. Nutzt Englisch? Englisches Wort vielleicht? Nee, ich bin nur gerade ein bisschen von der Folge ein bisschen durcheinander gekommen. Genau. Ja, aber halt auf jeden Fall, für Gorilla-Fans war es einfach klar, ne? Wir möchten mit denen zusammenarbeiten, auch den entwickeln und hatten halt den großen Vorteil, einmal gibt es Geld oder gibt es die Möglichkeit, Geld zu kommen. Und dazu, was man überhaupt nicht vergessen darf, genau das ist nämlich der Punkt, der mir jetzt noch gefehlt hat, ist, dass ja auch die Community schon da ist. Also das heißt, es gibt auch schon die Twitter-Channels, es gibt die Reichweite von diesen Protokollen, die relativ einfach möglich machen, halt davon zu profitieren und dann halt eben das zu nutzen. Ja, also wir arbeiten nicht nur mit Enzyme zusammen, momentan auch gerade mit Nier. Nier hat ein riesengroßes Netzwerk das kann man halt eben schön nutzen. Ja, genau. Das denke ich erstmal so zu unserer Perspektive, warum wir mit Enzyme kooperiert haben. Und genau, richtig. Ich habe das NIR-Protokoll gemeint. Ja, exakt. Also wir arbeiten ja auch mit vielen Startups zusammen und ich glaube, das ist wirklich ein großer Unterschied, ob man so quasi so ganz allein startet oder ob man in so einem freundlichen Umfeld, das einen auch noch gut willkommen heißt, startet. Ja, das ist ja, ich glaube, sonst ist man doch eher Competitor fürs Umfeld, ne, und hat viele Wettbewerber und hier ist es schon mental eine andere Sache. Ja. Es ist komplett was anderes. Ne? Ich bin in relativ vielen anderen DAOs auch so unterwegs und beobachte die Paraswap DAO, Phonon DAO und all sowas. Und da erlebt man richtig, dass dann halt da einfach eine gewisse Menge an Kapital ist, eine Idee, was man bauen möchte, und dann sind die Leute auf der Suche. Die wollen Entwickler haben, die ihnen helfen, die wollen Content-Producer haben und so weiter. Also da gibt es ganz viel Bedarf an Menschen, die mithelfen und zusätzlich noch das Funding. Ja, und dazu kommen natürlich auch, dass halt eben diese Protokolle, ne, wenn die es schaffen, sich in irgendwie die Basis von einem
gewissen Netzwerk, also nehmen wir mal bei Enzyme, wenn Enzyme es schafft, die Basis von einem finanziellen Netzwerk zu werden, also quasi die Grundlage der nächsten Fondsinfrastruktur, was ich gar nicht so unwahrscheinlich finde, zu werden, dann ist das natürlich eine super gute Perspektive. Ja? Also halt, wenn man da dann frühzeitig mit drin ist und mithelfen kann, mitwächst auch, weil klar ist halt auch, da entwickelt sich, die Entwicklung ist brutal schnell, ganz viel ändert sich und ja, aber man ist eben dann dabei. Ja. Also das ist, ja. Eine Frage gerade noch, vielleicht habe ich es verpasst, aber wie bist du auf Zülke zugestoßen? Du hast vorhin, glaube ich, in der Einführung ganz gesagt, ja, da bist du ganz... wie komme ich meine... Ja, ne, naja, gut, haben wir später noch ein bisschen was zu unsere gemeinsame Reise kommt noch. Okay, ja, alles klar. Das erklären wir noch ein bisschen genauer, wie das mit Gorilla Fans und Zülke gestartet ist, was schon, glaube ich, ganz spannend war und wie das geklappt hat. Ja. Geduld. Ich halte mal das Slide weiter, weil für uns hat das auch so ein bisschen noch eine emotionale Ebene. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade sehr so von der Logik und Vernunft und ökonomischen Seite argumentiert. Also ich glaube, es ist, ihr erlebt ja den Jakob, da kommt auch viel Leidenschaft drüber und ich glaube, das können wir dann nachher bei der Journey auch nochmal nachempfinden. Also ich glaube, wir beide haben uns halt auch mal irgendwann kennengelernt und fanden ein gemeinsames Thema. Wir haben beide angeguckt, was Melon und Enzyme da so macht. Jakob steckt allerdings viel tiefer drin als ich, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir haben beide gedacht, das ist so ein Player, der könnte mal groß werden. Also wir haben da durchaus Spaß dran gehabt. Für uns macht das, also wir suchen auch immer mehr so nach Purpose, also warum gibt es uns eigentlich und wir haben da einfach viel Spaß dran, mit so Startups zusammenzuarbeiten und da unsere Power mit reinzubringen, dass da was Cooles Neues entsteht und der Working Mode ist, glaube ich, für beide Seiten extrem spannend gewesen, also für uns natürlich super, so mit so einem agilen Startup zusammenzuarbeiten und ich glaube, Gorilla hat gerade am Anfang auch extrem davon profitiert. Also wir haben ein Angebot geschrieben für einen Jakob, wo irgendwas drin stand, was wir vorhaben und dann haben wir was komplett anderes gemacht die ersten 4 Wochen. Und das fand er gut. Auch das haben wir nicht jeden Tag, dass wir Agilität wirklich so leben dürfen, dass man einfach sagt, okay, wir wollten eigentlich das Entwickeln anfangen, aber lass uns nochmal genau überlegen, was dein Business Case ist. Und das ist ja die spannende Frage, ja. Opfert man sich dann als Startup auf und macht was, damit Enzyme größer und stärker wird. Das ist schön und gut, aber auf der anderen Seite braucht man sein eigenes Businessmodell und muss irgendwie auch profitieren. Also es muss ja so eine ganz spannende Symbiose werden zwischen dem Startup und dem DAO, damit beide Spaß dran haben. Und ich glaube, da kann Jakob noch ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, da haben wir schon einen gewissen Beitrag geleistet, diese Perspektiven in der Anfangsphase des Projekts auseinanderzuhalten. Und wir haben, glaube ich, Jakob ziemlich stark gespiegelt. Pass auf, du musst auch für dich arbeiten. Du darfst nicht nur aus lauter Euphorie für den DAO arbeiten, auch wenn du vielleicht Melon Token hast und davon auch profitierst. Aber hier dein Venture geht ja in die eigene Richtung. Du musst auch in die eigene Tasche was verdienen. Und das war, glaube ich, schon ein cooler Punkt, wo wir da gemeinsam so auf die Journey gegangen sind. Was ist eigentlich der Kern des Startups? Wie positioniert man sich? Ja, insofern war das schon kein gewöhnliches Projekt, glaube ich. Habe ich das richtig wiedergegeben, Jakob? Ja, definitiv. Cool. Cool. Aber wir setzen schon die ganze Zeit voraus, was Enzyme eigentlich ist. Und natürlich haben wir auch was vorbereitet, dass Jakob mal noch ein bisschen erzählt, worüber wir hier eigentlich schon die ganze Zeit selbstverständlich reden. Also vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück und gucken mal gerade an, was das eigentlich ist, Jakob. Ja, genau. Ja, Enzyme Finance, eben On-Chain Asset Management. Ist ein Protokoll, um eben halt, ich sag mal, Fondsstrukturen aufzusetzen. Und wenn man sich es ein bisschen im Detail anguckt, was ist in diesem Protokoll eingebaut, dann sieht man da halt, next slide, genau, ne, dass im Grunde eigentlich alle wichtigen Sachen eingebaut sind, die man braucht, wenn man so einen Fonds betreiben will und welche Infrastruktur man braucht. Ne? Man hat einmal die Möglichkeit, eben den Fonds zu administrieren, das heißt eben zu traden und in verschiedene DeFi-Sachen zu investieren und außerdem ist die Custody auch mit eingebaut. Also das heißt, da ist tatsächlich das Asset ist in einem Smart Contract drin und so wie es gebaut ist, ist es wirklich sehr clever ausgedacht, dass halt wirklich
der Fondsmanager zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, diese Assets da rauszunehmen. Ja, also halt der Fondsmanager, der kann einen Fonds aufsetzen, kann prinzipiell Gelder einsammeln. Diese Gelder gehen dann in so einen sogenannten Vault Contract und dann hat er halt Berechtigung, was er mit diesen Assets machen kann, wie zum Beispiel traden, also eine gewisse Strategie zu verfolgen. Zusätzlich sind im Grunde, also man merkt da, dass die Mona, die das gegründet hat, sage ich mal, wirklich aus diesem Bereich kam, ne? Und hat im Grunde wirklich alles eingebaut, was man braucht. Compliance und Fee Customization zum Beispiel. Also man kann sicherstellen, dass man weiß, wer in diesen Fonds investiert. Ne? Weil ich habe jetzt auch nach 2 Jahren gelernt, dass das regulativ alles nicht so einfach ist, wie ich mir am Anfang vorgestellt habe. Und dass das echt, also da müssen wir noch harte Bretter bohren, ja. Aber es ist prinzipiell auf der Protokollebene alles da. Ich kann nämlich halt einfach bei diesen Fonds die Wallets der Investoren whitelisten, vorher eben halt einen KYC-Prozess durchlaufen lassen und dann weiß ich, wer halt eben in meinen Fonds investiert. Ich kann einstellen, welche Fees für diesen Service anfallen, also sowas wie Performance-Fee, Management-Fees, Entrance-Fees, aber auch Fees beim Rausgehen. Also das hat einen ganz einfachen Grund, kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen genauer erklären. Dann kann man das Risk-Management abstellen. Man kann also begrenzen, was darf eigentlich mein Fondsmanager mit oder was darf der Fondsmanager des Fonds mit den Assets machen. Ja, also man kann zum Beispiel sagen, der darf nur auf Uniswap traden oder sowas. Das Ganze ist so gebaut, dass alle DeFi-Plugins und DEXs und Möglichkeiten, die man da hat, die kann man prinzipiell custom einstellen. Also was möchte ich meinem Fondsmanager erlauben? Das kann man natürlich auch dann entsprechend vermarkten. Ja, also zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz traditioneller Fonds, der darf nichts anderes machen als Assets kaufen und verkaufen, fertig. Ja, oder aber das ist ein High-Risk-Fonds, der erstmal in alles investieren darf, was möglich ist und dann zusätzlich noch die heißesten DeFi-Sachen verwenden darf oder sowas. Ne? Also das kann man prinzipiell alles einstellen auf Smart-Contract-Ebene. Ja, also das ist unheimlich mächtig und vor allem, weil das so flexibel gebaut ist, ist das auch upgradable. Das ist auch im Grunde das Neueste, was mit der neuesten Version jetzt rausgekommen ist, dass diese Fonds upgradable sind. Das heißt, wenn neue Protokollversionen eingespielt werden, dann können die auf den existierenden Fonds können die da halt eben eingespielt werden. Der Investor kriegt halt eine Nachricht, dass er halt eben, dass ein Upgrade passiert und er kann dann sagen, okay, ich stimme dazu oder ich stimme da nicht zu und gehe raus mit meinem Investment. Accounting, Audit, wenn man sich überlegt, wir haben da diese Fondsinfrastruktur komplett transparent auf der Blockchain, dann ist klar, also eigentlich, also wenn ich jetzt nicht schon so viele Sachen hätte, die ich gerade mache, würde ich, glaube ich, irgendwie eine Steuersoftware dafür schreiben. Ja, weil die Informationen sind ja da. Sie müssen nur rausgezogen werden, aufbereitet werden und dann als Service zur Verfügung gestellt werden. Und das sind alles Sachen, die in diesem Protokoll jetzt schon drin sind und einfach, weil sie es jetzt wirklich geschafft haben, das auch upgradable zu machen, ist das wirklich, sage ich mal, nur der Anfang. Na, auch die Sachen, die wir jetzt da haben, das ist noch V2, wir sind jetzt schon bei V3, da sind noch Sachen hinzugekommen, wie zum Beispiel, dass jeder einzelne Fonds, den man da hat, ist ein Token. Ja? Also das ist ein Token, der jetzt auch prinzipiell tradable ist. Das heißt, vorher, bevor es halt eben die Shares Transferability gab, war es so, man konnte da rein investieren und da raus investieren. Jetzt kann man prinzipiell auch den Token nehmen und über einen Uniswap-Pool handelbar machen. Ja, braucht man natürlich irgendwie, um die Preise stabil zu halten, noch Mechanismen. Haben wir uns auch schon mal Methoden überlegt, wie man das machen könnte. Aber das ist natürlich
das erweitert die Möglichkeiten nochmal enorm. Und das Coole ist halt jetzt wirklich, dass dieses Protokoll so spannend ist, man kann das anschalten, nur für bestimmte Wallets verfügbar machen oder aber für alle Wallets verfügbar machen. Also halt, da ist also richtig viel, Gehirnschmalz reingeflossen. Und es ist inzwischen, also die waren halt auch eine der ersten, die dieses Protokoll gebaut hat. Man merkt, dass da jetzt, ich glaube, es sind 4 Jahre, die da jetzt drin stecken in der Protokollarbeit. Und das ist halt wirklich schon sehr beeindruckend. Also ich finde es sehr, sehr beeindruckend von der Geschwindigkeit der Entwicklung und auch der Robustheit. Ja, also das ist prinzipiell erstmal ändern, ne? Auch wie es oben drüber steht. Er kann Investmentstrategien bauen, skalieren und monetarisieren. Und ja, das ist es. Ne? Ja. Genau, wenn man sich genauer in die Fonds reinguckt, was ist denn da jetzt wirklich genauer möglich, um einfach mal so ein paar andere bekannte Token zu nennen oder Protokolle, na, wenn du die nächste Folie zeigst, Stefan. Wir haben jetzt da eine Fondsinfrastruktur, die einfach über das, ich sag mal, die TradFi, Traditional Finance, deutlich hinausgeht, ne, weil welcher Fonds kann sowas wie Staking, einfaches Staking anbieten, Liquidity Mining, Lending, Borrowing und Derivatives via Synthesis. Ne? Also das heißt, alle diese Sachen sind schon per Adapter eingebaut, können auch an- und ausgeschaltet werden. Und man muss sich nur mal überlegen, wir bewegen uns gerade in einem absolut beschissenen Umfeld, was Investments angeht, mit 7,5% Inflation und keinen Zinsen. Das heißt eigentlich, wie soll denn jetzt irgendwie da jemand Geld verdienen? Naja, und da gibt es im DeFi-Bereich halt eben wirklich spannende Sachen. Genau, die, wenn die Regulation auch dann soweit ist, was ein richtig tolles, also es ist ein richtig tolles Produkt. Ja, genau. Ja, genau, das so mal als Übersicht. Ich zeige euch nachher ein Video von unserer bisherigen Produktversion. Da sieht man auch nochmal ein bisschen genauer, wie das dann funktioniert. Ich glaube, das vermittelt einen besseren Einblick, als jetzt nur gerade so Folien zu sehen, was man da eigentlich macht bei diesem Endprotokoll. Genau. Ja, genau. Aber wie kam es dazu? Genau, das war mein allererstes Produkt. Irgendwann im Fitnessstudio ist mir aufgefallen, ich hatte gerade über The Graph gelesen und hatte die Sache von Mellon verfolgt und dann habe ich mir gedacht, ey, cool, das ist ja voll einfach. Das, Information ist einfach da, du musst die einfach rausziehen und dann eben grafisch aufbereitet darstellen. Und das war dann mein Produkt, was ich dann so neben meiner Lehrertätigkeit so in den Abendstunden gemacht habe. Und man sieht so rechts und links die Pfeile, das war halt schlicht und einfach eine riesen Website, wo einfach alle Fonds drauf waren, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Mellon-Protokoll existiert haben. Damals war es noch das Mellon-Protokoll, die schlicht und einfach die Sachen visualisiert haben. Und man sieht auch, dass meine Designfähigkeiten begrenzt sind, aber ich war schlicht und einfach total begeistert davon, dass es geht. Ja, und man halt klickt auf Invest, zack, und man kann da rein investieren. Man klickt auf Redeem und dann kann man da eben wieder raus, die Sachen wieder rausziehen. Ja, und ich hatte dann immer so als Grundidee, das ist ja quasi sowas wie Pizza.de für Fonds. Ne? Und allen Investmentmanagern, die haben mich immer ausgelacht. Ich weiß inzwischen auch warum. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, nee, das ist was. Da müssen wir ran. Mir war aber auch klar, einmal, ich habe begrenzte Designfähigkeiten und ich habe auch begrenzte Software-Entwicklungsfähigkeiten, weil ich immer nur, wenn man alleine vorm Schreibtisch sitzt, sicherlich keine Ahnung hat, wie man eine größere Software entwickelt. Und und dann war ich auf meinem ersten Meetup. Genau. Bin da einem Herrn über den Weg gelaufen, der plötzlich, mit dem konnte man plötzlich über DeFi reden. Ich hatte immer das Problem, alle anderen, die haben immer aufgehört, mit mir zu reden, wenn ich länger darüber geredet habe. Und der kannte sich da mindestens genauso gut aus.
Und ja, es kam dann halt eben bei mir dazu, wirklich, dass ich gesagt habe, ich will da eine Firma draus machen. Ich will das einfach zum Leben wecken. Wusste aber auch, wenn ich da jetzt alleine als ehemaliger Lehrer einen Proposal schreibe, ich baue euch einen Website-Builder für Asset Management, dass meine Chancen, sage ich mal, eher geringer sind. Ja, und ja, genau. Und dann habe ich den Stefan bei Twitter wieder entdeckt und habe den angeschrieben, hey, sollen wir nicht mal was machen? Vielleicht irgendwie strange. Zusammen. Ich erinnere mich grob. Also Meetup, man muss ja dazu sagen, das Meetup war ja vor Corona. Das ist schon eine Weile her, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, genau. Ja. Ah, warte. Es gibt gerade eine Frage zwischen Enzyme und Tokenset. Ja, was ist der große Unterschied? Lass mich einmal ist Enzyme deutlich flexibler, würde ich sagen. Also das letzte Mal, als ich in Tokensets reingeguckt habe, kann man da ja auch irgendwie so ein Basket, sag ich mal, einen Token zusammenstellen, mit dem man irgendwie eine Strategie realisiert. Aber was zum Beispiel nicht möglich ist, ist, also man muss wirklich sehen, Tokensets ist eher sowas für spezifische Investmentstrategien, für den DeFi-User, ne, oder ich nehme an, dass es inzwischen auch Firmen natürlich auch benutzen können, aber bei Enzyme ist es tatsächlich so, da merkt man den Hintergrund von der Mona als Goldman Sachs Investmentbankerin, sowas wie Fees, also Adjustable Fees ist mit eingebaut, das heißt, das ist wirklich eher, das geht eher in Richtung wirklich Finanzinfrastruktur, dass man da Investmentfirmen hat, Vermögensverwaltungen, die das als Tool nutzen oder aber auch selber DAOs, die ihre Treasuries verwalten wollen. Man kann zusätzlich Adressen in den Fonds freigeben, wo zum Beispiel ein Bot drauf traden könnte oder ein Mitarbeiter. Auch der Tatsache geschuldet, dass man in Europa so einen Fonds nicht alleine betreiben darf. Das heißt, wenn man das ernsthaft machen will, dann muss man so oder so eine zweite Person mit dabei haben. Und alle diese Sachen, die in Richtung Regulation zielen, sind in Enzyme mit eingebaut. Die kommen aus der Schweiz, ne? Also ich habe 2018 oder so oder 19 einen super Podcast mit der Mona Elisa, der Gründerin über die war Woman of Finance in der Schweiz 2018 oder 17. Ja. Und sie hat halt erzählt, dass sie vorher halt solche Fonds selbst aufgelegt hat. Und das kostet in etwa 100.000 Schweizer Franken bis 200.000 Schweizer Franken an Mühe und 9 Monate an Zeit. Und sie hat damals erzählt, zu den damaligen Transaktionspreisen auf Ethereum, bringt sie das runter auf 9 Minuten und 500 Schweizer Franken. Das ist schon ein ziemliches Werteversprechen aus meiner Sicht. Und so hat sie mich gekickt, dass ich dann mal genauer da reingeguckt habe und offensichtlich auch den Jakob. Und ich glaube, es kommt ganz stark einfach aus so einer Insider-Perspektive, eben, wer weiß, ich will hier ernsthafte Schweizer Finanzinstitute für so ein Protokoll begeistern, nicht den landläufigen DeFi-Investor. Ja. Das ist echt eine ganz andere Zielgruppe, die da angesprochen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Zielgruppe wirklich erreicht hat. Ich glaube, sie war ihrer Zeit wie alle in diesem Space wahrscheinlich 3-4 Jahre voraus. Aber das ist natürlich das Erbe, das da mitgetragen wird. Und ich glaube, das macht das Produkt ziemlich attraktiv, dann auch, wenn man mit Banken und anderen Finanzdienstleistern spricht. Definitiv. Also die Sache mit der Regulation und so weiter ist weiterhin schwierig. Trotz allem sehe ich es als wirklich, wenn man wirklich jetzt eine Vermögensverwaltung hat oder sowas, wäre das ein Tool, das die nutzen kann, um einen DeFi-Fonds aufzusetzen. Ja.
Und das sehe ich jetzt bei Tokensets jetzt nicht. Man könnte mehrere Tokensets zum Beispiel verwenden oder jetzt nur eine so eine Strategie bauen. Wobei ich aber auch ehrlich gesagt sagen muss, ist schon eine Weile her, dass ich in Tokensets reingeguckt habe. Ja, also genau. Es kann gut sein, dass sie jetzt in der Entwicklung auch weiter sind, aber ich habe die Strategie nie so verstanden, dass sie wirklich die Finanzinstitutionen auch ansprechen oder eine Firma, die das als die Vermögensverwaltung macht. Ja. Genau. Ja, genau, die Frage kam von mir. Deswegen, ich habe nur wo ich das jetzt verfolgt habe, was du erzählst mit Enzyme, direkt an Index Group denken müssen. Ist auch ein DAO, der so DeFi-Produkte baut. Also zum Beispiel sowas wie DeFi oder DeFi 2.0 Indexe aufstellt und die bauen auf Token setzt. Deswegen musste ich jetzt nochmal gucken, habe nebenbei ein bisschen geschaut. Ja. Aber deswegen kommt mir gerade natürlich die Frage, ob es dann auch für so DAOs für Index Group Sinn machen würde, umzuswitchen auf Enzyme oder wie auch immer. Weil also für DAOs hat, also ich war vor 3 Monaten nochmal auf einem Meeting mit der Mona, das sind glaube ich schon 5 Monate her, aber die sind momentan an einem UI explizit für DAOs auch am Arbeiten, weil die DAOs als ganz große Zielgruppe im Blick haben. Es gibt einfach so viele DAOs, die einfach so viel Geld haben. Und jetzt ist die Frage, was machen die mit dem Geld, während der Markt hoch und runter geht? Ne? Und die können natürlich ihre Assets gewinnbringend in der Zeit umwandeln, ne? Indem sie dann halt eben ein bisschen Staking machen mit den Assets, bisschen in weniger volatile Kryptos investieren und so weiter. Also das also definitiv eine super Sache für DAOs. Ja. Ich würde sagen, IndexCorp ist stärker fokussiert auf Indexprodukte. Ähnliche PiDAO gibt es auch noch. Ne? Die haben auch so ein indexartiges Ding. Ich glaube, es ist ein bisschen fokussierter auf so ein Index abzubilden, als jetzt so ein fondsartiges Gebilde. Aber da müssen wir auch mal Profis fragen, die stärker aus dem Segment kommen. Das kann ich auch nicht so genau sagen. Ja, genau. Ja. Naja, genau. Aber wir waren bei der Reise. ich habe Stefan angeschrieben und es ging, keine Ahnung, 2 Monate, 3 Monate, dass wir das Proposal gestellt haben, das Proposal angenommen worden ist und wir angefangen haben zu bauen. Ja, ich habe noch Kollegen aus dem, Stefan Hitzel, meinen Kollegen aus der Schweiz, der im Finanzsektor der federführende Mann ist, den habe ich natürlich involviert und gefragt, kennst du diese Mona Elisa, was hältst du eigentlich von Enzyme? Also wir haben da versucht, gemeinsam auch drüber nachzudenken. Mit Jakob gemeinsam, ich habe ja mit Mona dann gemeinsam telefoniert, ja, weil sie das auch, wollte uns auch kennenlernen. Ja. Weil sie natürlich schon als Gründerin von Mellon Protocol, DAO hin oder her, der oder die das gegründet haben, die haben natürlich irgendwie einen gewissen Einfluss, ob man uns überhaupt ernst nimmt, so als Couple. Eine schöne Präsentation gemacht. Jakob hat ein Proposal geschrieben, das haben wir natürlich Proof gelesen und versucht, da uns einfach so als Partner super darzustellen. So, das waren eigentlich so die Stärken. Die Unbekümmertheit des Startups auf der einen Seite, da voll Gas zu geben, und ich glaube, unsere Seriosität, glaube ich, und unseren Track Record aus vielen spannenden Projekten, das hat ganz gut, ist ganz gut angekommen. Da eine Frage. Ist der Grant so gelaufen, dass ihr in einen gewissen Basket gekommen seid? Also normalerweise haben sie, sagt man, verschiedene Ranges, so weiß ich, wenn man gerade ein paar Projekte anschaut, wie Definity. Das ist auch eine Schweizer Firma mit ICP, Internet Computer Protocol. Die haben so Grants, wo 25.000, 100.000, wo man halt da reinfällt. Und wenn ihr so ein Proposal schreibt, sucht ihr euch so einen Basket aus oder wird es wie, sag ich mal, eine Art Investment gehen und dann sagt er, hey, wir brauchen eine halbe Mille oder so und so viele Tokens, um das umzusetzen. Wie ist denn das da so gelaufen? Also man muss da sagen, das war ziemlich am Anfang von diesem ganzen Grant, der ganzen Grant-Sache. Ne? Also das heißt, wir waren, glaube ich, Grant Proposal Nummer 2, 3 oder irgendwie sowas. Und es gab noch nicht viele Regeln und so weiter. Also jetzt letztens haben wir bei Near Protocol noch nicht
haben wir auch einen Grant gespielt. Das ist jetzt eine ganz andere Nummer. Ne? Da kommst du jetzt, wirst du vorher erstmal mit Formularen ausgesiebt, wo fällst du überhaupt rein, in welchen Bereich und so weiter. Ne? Und das war jetzt einfach ein komplett freies Proposal. Wir machen das so. Ich habe selber auch nochmal Investitionskapital dazugelegt und so haben wir das, so ist das dann bewilligt worden. Ja. Genau. So ein bisschen Freestyle. Ja, genau. Ja. Aber ja. Ja. Aber auch mit viel Arbeit dahinter. Also für das Proposal haben wir uns viel Mühe gegeben und so weiter. Ja, genau. Es hat uns auch geholfen. Ich glaube, es hat uns wirklich geholfen zu überlegen, was ist die DAO-Perspektive? Also wie kriegen wir da das Go? Also die haben das natürlich schon in ihrem Council da diskutiert, oder Jakob? Und was total entscheidend war, war halt, dass Jakob jahrelang in dieser Community war. Also er war halt ein bekanntes Gesicht, vertrauensvoll, ein Long-Term-Fan des Projekts. Ich glaube, das spielt dann schon auch mit rein, wie viel Trust. Also wir hätten jetzt als neue Partei diesen Grant, glaube ich, so nicht bekommen. Sondern das war einfach die Kombi, dass Jakob ernst genommen wurde, da viel Vertrauensaufbau geleistet hat. Das finde ich schon total witzig, dass es dann in diese permissionless Blockchain-Szene dann doch menschelt. Ja? Das finde ich total wichtig und das ist was mich persönlich da begeistert, dass es am Ende des Tages, ja klar, die Smart Contracts laufen voll automatisiert ab, aber dass sie getriggert werden, das sind schon auch Gott sei Dank ein paar Menschen mit im Spiel, die dann irgendwie mehr oder weniger sinnvolle Entscheidungen treffen. Und insofern war die Kombination, glaube ich, schon ganz spannend, dass da viel, viel Herzblut vorher reingeflossen ist, dass man wusste, okay, das Geld wird hier nicht veruntreut, da kommen keine Schlitzohren, sondern das wird schon ernsthaft versucht, obwohl es ein sehr frisches, kleines Startup ist. Ja, das ist ja schon auch mit Risiko behaftet. Das hätte ja auch relativ schnell schief gehen können. Und wir hätten uns mit dem Geld aus dem Staub machen können, eventuell. Wobei, es ist ja auch, die Zahlung war auch teilweise natürlich gekoppelt an Ergebnissen, ne? Die man vorweisen muss. So ganz geschenkt bekommst du ja nichts. Ja, genau. Und uns war auch das zweite Proposal, das ich gestellt hatte. Ich hatte vorher schon mal eins gestellt. Das habe ich dann aber zurückgezogen, weil genau, ich glaube, 3 Tage bevor ich stellen wollte, war 2000, ja, da gab es diesen fiesen Krypto-Crash, wo plötzlich alles runtergerauscht ist um 50% oder irgendwie sowas. Weltwirtschaft runtergerauscht, was war das denn gewesen? Oder war das Corona? Ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, also es war ungefähr 7 Monate, 8 Monate, glaube ich, davor oder irgendwie sowas, wo ich das schon mal machen wollte. Das lag schon beim Council und dann ist das so implodiert, die Token waren nichts mehr wert, also nicht mehr viel wert. Und ich hätte halt mit der Menge, also ich hatte eine Euro-Menge angefragt und ich hätte mit dieser Euro-Menge halt so viel gekriegt, was sie mir niemals gegeben hätten. Ja, und deswegen habe ich gedacht, bevor ich dann Nein kriege, ziehe ich es nochmal zurück. Ja, und dann hatte ich auch erstmal, genau, dann habe ich auch noch, bin ich noch ein halbes oder dreiviertel Jahr länger Lehrer geblieben, weil ich Schiss hatte, zu dem Zeitpunkt auszusteigen. Genau, ja. Aber den Part musst du schon noch erzählen, Jakob, dass du deinen Job an den Nagel gehängt hast und diese Wette hier eingegangen bist. Genau, ja, genau. Ich bin ehemaliger Physik-, Chemie- und Informatiklehrer, lebenslang verbeamtet gewesen. Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich glaube dran und mache das. Und genau, ja. Ja, so, genau. So war das, genau. Ja, cool. Und ja, und ich glaube, wo sind wir jetzt? Ne? Genau, prinzipiell, also wir sind eine ganze Weile weit gekommen, mussten aber auch viel taktische Umbauten machen, aber erstmal, also wenn man sich es einfach anschaut, im nächsten Mal so funktioniert im Grunde das, was wir gebaut haben. Soll ich das Video mal abspielen? Genau. Ja. Genau, ne? Also halt Leute. Das Ganze beruht letztendlich darauf, ne, dass man halt eben, das ist jetzt noch die Version 2.0 vom Enzyme, dass man einfach über diese UI ganz einfach eben einen Fonds aufsetzen kann. Wir hatten das schon mal beim Innovation Day gezeigt oder dafür das Video gemacht. Deswegen haben wir das gerade schön. Man wählt einfach aus, okay, in welchem Asset darf man in diesen Fonds rein investieren. Das heißt, das ist jetzt ein Fonds, der nur mit USD Tether, also mit Tether halt eben befüllt werden darf. Man customized seine
Performance und Address Fee und so weiter. Hierbei muss man sagen, dass die Version V3.0 ist weit besser noch und man kann noch weit mehr investieren. Hier kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay, dieser Investor darf jetzt in meinen Fonds investieren, von dem ich diese Wallet-Adresse kenne. Man kann dann halt eben einstellen, halt in welcher Zeit man halt eben wieder raus kann aus dem Fonds. Und diese Time-Lock-Shares, das ist dann halt eben noch eine Sicherheitspolice, um halt gegen so Sandwich-Attacken geschützt zu sein, also dass das nicht direkt geht. Ne? Also halt, man wird sagt halt quasi, wo man raus will. Und hier sieht man halt auch was gerade, ne, dass man halt verschiedene Policen einstellen kann, ne? Zum Beispiel Adapter Blacklist, ne? Der soll nicht auf Synthesix handeln, der soll nicht in Aave investieren und dann kriegt man nochmal eine Zusammenfassung, klickt einmal auf Deploy und dann hat man sein fertiges Investment Portfolio, das on-chain lebt. Ja, also das ist erstmal so dieses Grundprinzip, wie man so einen Enzyme Vault aufsetzt. Wie gesagt, wenn man jetzt auf V3 guckt, dann sieht das ein kleines bisschen anders aus. Die haben Templates eingefügt, wo man so ein paar Use Cases einstellen kann. Also weil wenn man sich nicht so damit auskennt, dann weiß man vielleicht nicht, welche Einstellungen jetzt genau richtig sind. Und das haben sie jetzt im Grunde mit so Templates gelöst, die für bestimmte Use Cases entwickelt sind. Ne? Genau, und das ist dann halt der fertig aufgesetzte Fonds, der dann halt eben eine Oberfläche hat, also wo die Daten angezeigt werden. Man kann direkt von diesem Interface einfach als Fondsmanager dann eben handeln. Ja, was man aber eben nicht hat, ist, dass man halt eine eigene Oberfläche hat, also eine eigene Webseite, auf der man das darstellen kann. Da haben wir genau das zusammen mit Zülke gebaut, indem man halt eben schlicht und einfach aus von den On-Chain-Fonds einfach aussucht, okay, das ist jetzt mein Fonds und für den möchte ich eine Webseite bauen. Und ja, dann dauert das 5 Minuten. Ne? Wir haben es ein bisschen schneller gemacht. Sieht man auch an meiner, dass ich mit dem Sprechen immer ein bisschen hinterherhänke. Und das Resultat ist dann halt eben eine Gatsby-Site, also eine Webpage, die automatisch Informationen zeigt, die nicht nur die Oberfläche hat, sondern die auch im hinten dran ein Content-Management-System hat, über die man die Informationen auf der Webseite anzeigen kann. Zusätzlich zu dem zu diesem Factsheet war noch ein Generator für so einen Financial Factsheet gebaut, das automatisch, also wenn man das runterlädt, dann eben die Live-Daten zeigt und zusätzlich auch noch alles verifizierbar hat. Wir haben die ITSA da noch mit reingebracht, sodass man halt eben über die ITSA die Token-Informationen dann eben zu diesem Fonds bekommt. Ja. Genau. Ja, na, also das ist so dieses grundsätzliche Vorgehen von dem, was wir jetzt haben. Man sieht jetzt in dem leider nicht das Backend, aber das Backend ist eigentlich auch noch sehr interessant, ne, weil man halt eben wirklich das, was auf der Webseite ist, man umbauen kann. Und ich sag mal, wir haben jetzt unsere erste Version davon entwickelt. Das Schöne ist, wir haben eine sehr flexible Softwareinfrastruktur, dass wir sehr einfach Komponenten hinzufügen können, Komponenten hinwegnehmen können, neue Styles entwickeln können und da einen wirklichen, also einen sehr leistungsfähigen, ich sag mal, Vault-Page-Builder daraus bauen können. Der, was man eben nicht gesehen hat, man kann nicht nur einen Fonds hinzufügen, sondern auch mehrere Fonds, sodass man dann nachher vielleicht einfach 3 seiner Bestseller auf der Webseite hat und gleichzeitig ermöglicht dann halt eben dieses Frontend, das direkte Investieren in diesen Fonds. Und was wir zusätzlich noch gebaut haben, ist eine Crypto-Fiat-Bridge und ein KYC. Also das heißt, über diese Webseite kann sich der Investor verifizieren.
der Fondsmanager kriegt Nachricht, da möchte sich jemand verifizieren. Wenn die Verifikation successful ist, dann bekommt er eine E-Mail, der whitelistet dann den Fonds und ab diesem Moment kann der Investor in diesen Fonds investieren. Ja, genau. Ja, also das ist erstmal das Produkt, mit dem wir dann Ende letzten Jahres in eine Beta-Version gegangen sind und das zu, sag ich mal, einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Und weil dann passierten nämlich im Grunde zwei Sachen. Die erste Sache ist, in diesem Moment, wir haben die Transaktionskosten für das Investieren in so einen Fonds on-chain auf Ethereum total transparent dargestellt. Das war uns wichtig, ne? Man soll immer sehen, was man zahlen muss, wenn man rein investiert. Und zu diesem Zeitpunkt hat die Transaktion in diesen Fonds $500 gekostet. Und wenn man wieder rausgekommen wäre, hätte man wieder $500 zahlen müssen. Das heißt, das Produkt war ein bisschen schwer zu verkaufen. Ja, genau. Das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei war dann halt eben, dass Zulu passiert ist. Zulu ist eine super gute Sache. Nämlich Zulu ist das absolute Upgrade mit dieser Token, mit der Share Transferability und neuen Funktionen. Aber das hieß, unsere API war, sage ich mal, die API wird von Enzyme neu gebaut. Dann das Protokoll kommt erst in 3 Monaten und dann kommt die neue API erst in 2 Monaten. Und das heißt, wir hatten so ein bisschen plötzlich zwar ein ganz gutes Produkt, aber das Wissen, wir können die nächsten 5 Monate erstmal nicht so richtig weiterentwickeln. Ja, genau. Naja, und dann haben wir uns gedacht, ah ja, nehmen wir das als Chance und gucken wir halt, was wir dann einfach in der Zeit noch hinkriegen. Und wir haben dann halt so ein bisschen rumgeguckt. Ne? Wir hatten eine ziemlich coole Architektur, sage ich mal. Und letztendlich, was machen wir? Ne? Wir holen uns Informationen von der Blockchain und ermöglichen dann Transaktionen. Naja, und jeder hat mitgekriegt, dass NFTs nicht so ganz unhype sind oder waren, sage ich mal. Die sind richtig schön abgegangen. Und ich wusste schon immer, hey, das, was wir da haben, können wir auch ganz schnell umbauen. Und damit haben wir dann unser nächstes Produkt auf den Weg gebracht, das jetzt am Montag in die Beta gegangen ist. Und wir haben halt eben einen NFT-Shop-Builder gebaut, nach exakt dem gleichen Prinzip, weil im Hintergrund gibt es ein Marketplace, NFT-Marketplace, der ähnliche Protokolleigenschaften hat wie Enzyme und wo man einen Store drauf eröffnen kann. Und dann haben wir gedacht, gleiches Problem, man ist einer von vielen, wir bauen das einfach so, dass man mit ein paar Klicks einfach seine Webseite, seinen Webshop bauen kann. Ja, und das haben wir gemacht. Natürlich nicht ohne ein paar extra Features anzubauen, weil wir eben immer voll Web 3 gehen und ausprobieren, was halt eben geht. Und haben uns auch ein neues Konzept überlegt, wie man halt eben das verkaufen kann. Einmal, um ein bisschen eine Marketingmöglichkeit zu haben, aber auch einfach, um eine neue Methode des Softwareverkaufs zu etablieren. Weil wir haben halt eine NFT-Kollektion geschaffen, mit der man dann halt eben diesen Bilder verwenden kann. Das heißt, die Bezahlung unseres Services, des Shop-Builders, funktioniert über diesen NFT, einen von Mass Banana und The Banana Thread Club von diesen NFTs. Wenn man den gekauft hat, kann man durch den Shop-Builder-Flow gehen, kreiert per Klick, genauso wie bei dem Enzyme-Protokoll, seinen NFT-Shop und innerhalb von ein paar Minuten hat man dann halt seinen Webshop. Ja, ebenfalls mit Content-Management-System hinten dran, sodass man einen Blog hinzufügen kann, dass man die Frontpage hinzufügen kann und da haben wir nochmal genau oben hat man die Webseite gesehen, die Webseite ist mit diesem Shop-Builder gebaut worden und das sind halt eben die NFTs, mit denen man dann halt dann halt eben die Webseiten bauen kann. Ja,
Genau. Vielleicht ja, das waren so unsere Ausflüge dann danach. Haben jetzt also unsere beiden Produkte und machen da weiter, weil wir halten das für echt spannend. Man muss sagen, bei beiden Produkten, jetzt auch dieses Projekt ist von NIA mit, von einem NIA-Protokoll mit unterstützt mit einem Grant. Das heißt, wir haben da jetzt so ein bisschen Expertise drin, halt eben mit DAOs oder Foundations zusammenzuarbeiten. Und ja, kann ich nur sagen, kann ich empfehlen, hat aber auch ein paar Vor- und Nachteile. Bevor wir auf die eingehen, ich wollte nochmal einen Punkt machen, weil wir das vorhin in der Vorbesprechung des Talks nochmal auf den Punkt gebracht haben. Wenn man sich mal überlegt, was der liebe Jakob da macht, er macht einen Web2-Layer über Web3. Und wenn wir uns alle mal überlegen, was machen wir tagtäglich mit der Blockchain? Wir linken unser Wallet, machen Ethereum Single Sign-On und dann rufen wir irgendeine Transaktion auf. Und das funktioniert immer wieder gleich. Ja? Und er schafft hier jetzt einen Web2-Wrapper für Leute, die keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen und hängt das Ding oben drauf. Das ist schon ziemlich cool. Also da kann man sich ziemlich viel vorstellen. Ich habe gerade gemeint heute Mittag, ja, Jakob, du baust halt die Schaufeln. Ne? Das ist cool. Also ein schöner Infrastrukturprovider für dieses, ja. Für dieses Umfeld. Ja, es ist halt, ne, also eigentlich funktioniert alles gleich. Ne? Und wir haben da jetzt so ein ganz gutes Basic-Setup, mit dem wir relativ schnell auf verschiedene Protokolle das anwenden können, auf verschiedene Use-Cases, weil jetzt die Basic-Website funktionieren, die funktionieren immer gleich. Die haben eine Frontpage, die haben Blogs vielleicht, die haben ein paar Seiten und dann das Einzige, was wir nur machen müssen, ist mit dem entsprechenden Protokoll die Transaktion möglich zu machen und die Daten zu visualisieren. Wie macht ihr das mit der Schnittstelle? Was steckt da dazwischen? EtherJS oder habt ihr was anderes dort? Wir haben bei Ethereum ist es EtherS und bei das andere ist NIA. Ja. Okay. Das wäre meine Frage gewesen. Ich habe hier Entschuldigung. Ein Frage. Entschuldigung, ja. Wir hatten uns nicht abgesprochen. Ja. Genau. Nee, ja, das ist gut. Die waren, früher waren sie auf Web 3 und sind jetzt umgestiegen mit V3, oder ich glaube mit V2 war es schon, dass sie dann EtherS verwendet haben. Okay. Ja. Genau, ja. Und genau, was auch noch cool ist, das muss ich auch noch erzählen, weil da bin ich besonders stolz drauf, auch was wir nämlich auch hingekriegt haben, ist, unser Content-Management-System in einem Wallet-Provider zu wrappen. Das heißt, man kann auch alle Transaktionen aus dem Content-Management-System rausmachen. Das heißt, wenn man irgendwelche Transaktionen, wie zum Beispiel einen Fonds aufsetzen, können wir über das Content-Management-System regeln. Also theoretisch kann man das Content-Management-System so bauen, dass das der, sag ich mal, wirklich dieser Backend-Part ist, der irgendwie Smart Contracts deployed halt eben diese Sache macht, NFTs mintet, ne? Und das Resultat wird dann immer auf dem UI nur angezeigt. Und das UI, das hat nur die Schnittstellenfunktion für die Contract-Interaktion. Ja, genau. Also es macht tierisch Spaß. Und genau. Richtig, ein paar Sachen haben wir gelernt. Möchtest du, Stefan? Ich bin schon die ganze Zeit am Quatschen. Ich glaube, wir haben es eigentlich alles schon gesagt. Wir haben es einfach nur nochmal so zusammengefasst. Also ich glaube, man merkt uns an, das war ein ziemliches Abenteuer, hat irgendwie, glaube ich, allen Parteien Spaß gemacht. Wir sehen irgendwie diese DAO Grants schon als ein spannendes Investmentvehikel, um Dinge zu tun, die wir so im normalen auf der grünen Wiese ohne dieses Ökosystem nicht tun können. Also irgendwie, ich bin sehr angetan über diesen Permissionless Ethos und was diese Community, die guten Parts der Community so die Reihe kriegen, und das haben wir da wieder gespürt. Also das ist schon ganz, ganz cool. Auch wir haben auch betont, dass Jakob natürlich ja viel Vorarbeit gemacht hat, um diesen Trust der Community reinzuholen, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite sieht man ja auch an den letzten Geschichten, die er so erzählt hat, da ist ziemlich viel Unwägbarkeit dabei. Also der DAO, so freundlich wie die sind, die nehmen natürlich auch keine Rücksicht auf ihr Umfeld. Also wenn da ein Breaking API-Change ist, der einen lang geplanten Launch kaputt schießt für 5 Monate, ich meine, das ist für viele Startups auch der Tod. Und da brauchen wir schon Runway, dass man da drüber kommt. Also das muss man sich schon auch bewusst sein, dass das
unabhängige Entitäten sind, die haben nicht auf einen gewartet. Ja. Und auf der anderen Seite, glaube ich, diese Erwartung auch, dass man natürlich auch selbst auch einen Teil seiner Lösung vielleicht wieder Open Source stellt, dass man da auch dazu passt und nicht so ein Closed Shop ist. Also das ist nicht alles nur super schön und einfach, sondern ich glaube, da steckt der Teufel im Detail und dieser Conflict of Interest. Ich glaube, das war wirklich am Anfang, wie wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, den Jakob wirklich überlegen zu lassen, was ist dein Business Case? Wie grenzt du deine Interessen ab und bist trotzdem ein Freund der DAO-Family? Ich glaube, das ist vielleicht der größte Knackpunkt an der ganzen Sache. Also wir haben ziemlich viel mit Business Model Canvas oder verschiedenen Canvases gearbeitet. Also was ist die User Proposition? Warum sollte jemand Jakobs Produkte überhaupt benutzen? Was bleibt bei dir von hängen? Wieso finden deine User nicht nach 2 Monaten einen Weg an deiner Lösung vorbei und kopieren einfach die Webseite oder wie auch immer. Also man kann sich ja viele Schreckensszenarien vorstellen, dass Jakob die User aufreißt und dann sind sie irgendwann schnell wieder weg. Also das sind ja viele, viele Fragestellungen, die sich daran knüpfen. Ne? Wie mache ich da ein nachhaltiges Business aus der ganzen Sache auch? Und schon cool zu sehen, wie weit du da gekommen bist. Und bin sehr gespannt, was du als nächstes vorhast. Also die NFTs waren mir letzte Woche auch noch neu. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Ich habe mir ein paar Fragen notiert. Ich weiß nicht, ob unter euch noch ein paar Fragen habe, aber die würde ich einfach mal eins nach dem anderen durchhauen. Ja. Genau, du, wie werden Fundmanager geonboardet? Also kann jeder Fund, klar, vorhin hast du gesagt, Stefan, dass man zwei Fundmanager braucht für die Geschichte, weil also ihr müsst ja selbst noch den Fundmanager irgendwie identifizieren. Prinzipiell richtig, das ist natürlich eine Schwierigkeit für uns, ne? Also halt, und letztendlich auch unser Fokus hat sich da verändert. Ich bin da total naiv rangegangen, habe gesagt, hey, geht halt ein Fundmanager hin, macht seinen Fonds und dann können die Leute rein investieren, das ist total easy, ne? Aber das nicht so einfach geht, ja. Dass da unheimlich viel Regulation dahinter ist und dass letztendlich auch es nicht so viele Fundmanager gibt. Ne? Das waren so Sachen, die musste ich dann halt lernen und auch, dass unser Produkt eher etwas ist, also müssen wir weiterentwickeln, für Institutionen, ne? Die dann halt eben mehrere Webseiten, also das einfach nutzen, um ihre Fonds für das Publikum zum Investieren zur Verfügung stellen. Ja, also ja. Es ist, wenn man erst Gedanken ist, sind ja so Family Offices, klar, die traditionelle, ja. Die haben ihre Interfaces, die haben ihre eigene Applikation, Trading-Applikation, und wo sie dann eben ja, was connecten müssen. Und das, sag ich mal, hat White Label, die eher für ihre Fund Manager nutzen oder für ihre Endkunden vielleicht sogar. Das war so mein erster Gedanke gewesen, weil für mich war es nur ein Spiel. Das ist nur so ein Gedankenspiel, weil viele Freunde von mir sagen, ja, du kennst dich mit Krypto aus, warum machst du kein Fund auf? Dann dachte ich, okay, wenn ich so ein Tool hätte, kenne ich aber die Regulatorien nicht, kann ich nicht von heute auf morgen hingehen und sagen, klick, 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 ich bin jetzt Fundmanager. Funktioniert nicht. Ne? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Massiv teuer und ist auch natürlich für, ich sag mal, die Protokolle, die drucksen sich da immer so ein bisschen drumrum. Ne? Enzyme ist aus meiner Sicht jetzt in einer Phase angelangt, wo sie so ernst zu nehmen sind, dass sie die richtigen Fondsmanager bekommen. Mhm. Nämlich nicht den DeFi-Power-User, sondern diejenigen, die begreifen, das ist eine richtig gute Infrastruktur, die ich nutzen kann, um Kosten zu sparen. Mhm. Ne? Und da sind sie aber auch erst jetzt angelangt. Ne? Oder, also jetzt sind sie definitiv da, aber auch jetzt das institutionelle Interesse ist jetzt immer mehr da. Das heißt, da gibt es wirklich inzwischen die Player, die sie eigentlich, würde ich mal sagen, haben wollen, die nämlich die Ressourcen haben, einen Fonds aufzusetzen und regulatorisch compliant zur Verfügung zu stellen. Ja. Ich habe jetzt auch, also selbst auch die ganzen Anwälte, ich habe da mit Anwälten in der Schweiz, mit PwC geredet, die alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil so bei ganz vielen Sachen immer noch ganz viel Graubereich da ist. Ne? Aber es gibt inzwischen jetzt Lösungen, wie man es machen kann. Es sind die ersten gelauncht und das wird, denke ich, zunehmen, einfach weil, naja, ist halt einfach. Ne? Man kann in 10 Minuten die komplette Infrastruktur aufsetzen. Wenn man jetzt einen ganzen rechtlichen Überbau hat, dann kann man das, würde ich mal sagen, ganz gut nutzen. Ja, und vor allem warten wir mal die nächsten 2, 3, 4 Jahre ab, wird sich viel tun.
bin ich mir sicher. Ja. Nächste Frage, die ich hier habe, du hast vorhin schon gesagt, Sandwich Attack, also dass du 24 Stunden ja. Wartezeit hast, damit du nicht hier gefrontrun wirst. Hat Ansem schon einen Mechanismus dafür, dass du das Frontrunning protecten? Es gibt ja verschiedene im Moment Lösungen oder Denkweisen, wie man MEV umgeht. Weil das ist ja ein großes Problem, sage ich mal, generell in Blockchain. Und ja. Weil ich selbst gerade bei einem Projekt involviert bin, die das lösen möchte, weil das sind Riesensummen, die im Moment verschwinden und die Enduser nicht wissen. Und das ist ein Riesenproblem, glaube ich, auch ja nicht nur für Ethereum, aber könnte sein, dass bei Ethereum genau das Gleiche passiert. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, sie haben diese Zeitspanne eingebaut, um das zu umgehen. Ich bin aber nicht so tief im Protokoll drin, um zu wissen, was er da, also da würde ich dann einfach sagen, frag mal bei Ansem nach, wie sie das geregelt haben. Sie sind auf jeden Fall dreimal geauditet und ich weiß, dass sie da sehr, sehr fähige Leute haben und ich bin weniger auf der Protokollebene. Ja. Mehr du sitzt ja jetzt bei Brainboard, da kannst du mal nachfragen, die arbeiten gerade an einer Lösung. Ja, okay, perfekt. das waren mal von mir meiner Seite aus Fragen. Ansonsten. Ich habe noch was. Ja, Frank. Irgendwie habe ich gepennt oder so, aber ich weiß nicht. Wo verdient ihr das Geld jetzt an welcher Ecke? Also angenommen, wir haben ein großes Union Investment, großes Fondshaus, ja. Und nehmt ihr Transaktionsgebühren oder Lizenzgebühren oder wo habt ihr euch mehrwerttechnisch reingesetzt? Ja, also das ist mit ein Grund, warum wir jetzt momentan mehr auf die Shops gehen. Ne? Die NFT-Shops, die können wir ganz einfach verkaufen. Also 160 Euro kostet momentan so ein NFT-Shop, der, wenn er aufgesetzt wird, dann halt eben 2 Jahre können sie das dann halt eben verwenden. Wir sind da auch noch am Anfang, aber wollen tatsächlich über solche Token-Modelle Geld verdienen. Wir sind dabei, diese Shops so weit zu öffnen, dass man das zusätzliche Entwickler Themes und Komponenten beisteuern können, die dann wieder über Token gekauft werden können, die dann über den Gorilla Theme Token Shop, sage ich mal, gekauft werden können. Und immer bei diesem Kaufvorgang verdienen wir Geld. Bei den Fondsachen sind wir inzwischen, da müssen wir an die großen Kunden dran, denen wir das als Service anbieten, ihnen das zur Verfügung zu stellen. Ich habe am Anfang gedacht, man könnte das einfach so auf die Webseite knallen und dann verdient sich das von selbst. Wird nicht passieren. Aber die größeren Institutionen, glaube ich, haben nicht momentan das Knowledge, das sie brauchen, um das umzusetzen. Und das sind die Leute, die wir anfragen. Ja, wir haben einen, mit dem wir jetzt so im Stealth-Modus zusammenarbeiten, mit dem wir das erste realisieren wollen, was wir dann eben auch als, sag ich mal, Proof of Concept wirklich in der Finance-Welt zeigen können. Sind da aber, wir stecken da schon jetzt momentan ein bisschen Geld in Grundlagenforschung, sage ich mal. Ja, aber ich glaube, dass die sich auszahlt. Ja. Ich hatte nämlich gerade ein Trendlab zu den ganzen DeFi-Sachen, wo verschiedene Verbundunternehmen dabei waren und die Union Investment arbeitet an einer ähnlichen Thematik. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich vielleicht mal den Connect herstellen oder so, ohne jetzt zu tief zu wissen, wo die stehen. Aber vielleicht ist ja ein Austausch oder für dich schon mal einfach eine gute Ressource. Ja, klar, würde ich mich definitiv drüber freuen. Das mal connecten. Ich selber bin nicht drin, weil ich nicht aus dem Kapitalmarktgeschäft komme. Aber ich weiß, dass ich neben der Bank auch die Fondshäuser bei uns da sehr stark drum bemühen. Okay, danke für die Info nochmal, wo ihr Geld verdient. Weil das ist ja immer der Point, der Pain-Point. Ja, na klar. Wo auf dieser Wertschöpfungskette dann was passiert, ja? Ja, ja. Noch eine Frage zu EtherGS. Also ihr habt ja eine Softwarelösung, die sozusagen generiert, die so solche Shops generiert aus einem Schema heraus. Und
Dann gibt es die zwei Bausteine, tippe ich mal, also die Integrationskomponente und dann wahrscheinlich das Content Management. Seid ihr da frei oder sagt ihr, wir bauen das auf einem dedizierten Content Management auf? Weiß nicht, welches. Wir arbeiten mit Sanity zusammen. Wir nutzen eine vorhandene Content Management-Lösung, die aber in der Ausgestaltung komplett frei ist. Ne? Also es ist ja so ein Headless CMS und das Studio, das eben für das Backend benutzt wird, ist komplett React. Das heißt, da können wir bauen, was wir wollen, solange wir uns an den ihre Vorgaben halten. Und das ist ziemlich praktisch, weil man da halt wirklich im Grunde alles realisieren kann, was man will. Und das ist Open Source, das heißt, ihr müsst auch keine Lizenzgebühren da weitergeben. Das Schöne ist, dass wir exakt in dem Bereich sind, wo es die freie Version ist. Und wir haben mehrfach Sanity gesprochen, denen gesagt, was wir machen. Sie haben gesagt, das ist in Ordnung so. Sie wollen das so. Ne? Weil halt immer dann, wenn die verdienen über die User, ne? Also halt dann, wenn mehr als drei User dazukommen, dann muss man Geld bezahlen und alles vorher. Bei denen, das sind Daten, die sie speichern. Die haben nicht viel an Kosten, die sie pro CMS haben. Und dann über die professionellen CMS, also wenn ich Content-Leute habe, die Content liefern und so weiter, dann holen die sich das Geld rüber. Und da fallen wir momentan noch nicht rein. Mhm. Und das ist für uns deswegen kostenlos gerade. Okay. Dann letzte Frage. Auf einem Powerscreen habe ich gesehen, es gibt eine Free-Version. Weil ich hatte natürlich die gleiche Idee, ich baue mir auch so einen Fonds. Habe ich das richtig gesehen oder war das irgendwie Täuscher? Ja, momentan, wir sind gerade am Umstellen. Ne, das Produkt, das ihr eben gesehen habt, ne, das ist für die V2. Jetzt ist für V3 ja die API umgestellt und wir sind momentan gerade im Umbauen zu der V3, weil wir da die neuen Daten einpflegen müssen in die Komponenten. Und da schauen wir mal. Also nicht auf dem Testnetz laufen, Jakob. Ja, also wahrscheinlich. Wir sind halt gerade mittendrin. Ne? Also die V3 ist jetzt seit 2 Monaten da, die API ist aber noch nicht da, also die Dokumentation ist davon noch nicht da. Das heißt, wir sind da so ein bisschen, deswegen sind wir ja jetzt die letzte Zeit ja auf die NFT-Shops gegangen, ne? Weil da wussten wir, da können wir entwickeln, ne? Ohne dass wir geblockt sind. Und jetzt müssen wir halt eben, als nächstes kommt dann der Einbau der API in die Komponenten und auch ein bisschen aufhübschen. Wir haben UI-technisch einiges gelernt in der Zeit. Dann kommt die V3 raus, der Bilder für die V3. Ja. Seid ihr auf dem Mainnet oder auf Polygon? Oder, Gut, dass du das fragst, weil das ist nämlich auch dass ich das vergessen habe. Weil Ensemble V3 kann man wählen zwischen Ethereum, Mainnet und Polygon. Ne? Mhm. Und weil das war ja das Riesenproblem mit den Gebühren, die wir hatten. Ne? Also $500 pro Transaktion macht keiner. Ne? Und jetzt geht das alles auf Polygon. Da sind zwar noch nicht alle die ganzen coolsten DeFi-Stuff-Plugins drin, aber es werden immer mehr. Das Token-Spektrum wird immer größer. Und es funktioniert super. Es kostet keinen Euro, so einen Token aufzusetzen, so einen Fonds aufzusetzen. Und das Traden kostet nichts. Genau. Und auch ganz wichtig, was vorher nicht möglich war: Vorher konnte man mit einem Asset rein, hat aber alle des unterliegenden Fonds rausgekriegt. Jetzt kann man mit Tether rein und mit Tether wieder raus. Ja, also so, wie man in sich investieren vorstellt. Ganz, ganz wichtig. Das ist ein Riesenvorteil. Der jetzt könnt ihr euch ja noch eine unstoppelte Domain kaufen, aber. Ja, das war unsere Seiten sind tatsächlich so gebaut, dass man sie auch auf IPFS deployen könnte. Also, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, also prinzipiell sind statische Sachen. Ne? Ja. Du könntest, ich habe schon Testseiten auf IPFS deployed und hatte auch mal gedacht, ist tatsächlich so, Gorilla-Fonds hieß irgendwann mal Geria-Fonds. Da hatte ich mal die Idee, ich mache das komplett hier auf IPFS, bis ich dann festgestellt habe, ne, machst du mal besser nicht, machst du mal besser ordentlich alles. Ja, aber prinzipiell ginge das. Ne? Aber hier ein Kommentar, Feedback von meiner Seite auch. Ich hatte in Web, auf, sag ich mal, Web2-Sprache auch ein Bilder entwickelt damals. Startup gibt es immer noch. Wir haben die ähnlichen Probleme gehabt. Also du hast
diese Vision, jeder kann das selbst machen. Voller ja. Excitement, so free every person. Du kannst wirklich Business-Logik, Workflow-Bilder, Drag-and-Drop, Frontend, der generiert hinten dran Code wirklich. Ja. Aber Ende sind sie, sag ich mal, Corporates oder Institutionen, die kaufen auch diese Vision ab, aber am Ende haben sie keine Mitarbeiter, die das machen könnten. Die musst du halt lange irgendwie ausbilden oder die das zu nutzen und die Zeit fehlt halt. Ne? Und am Ende haben wir das selbst gebaut für die. Ja, mit unserem Wissen relativ schnell, dafür haben sie bezahlt, nur für dich so als, als Feedback, wo es vielleicht die Reise hingehen könnte. Kann ich mir gut vorstellen. Wie erzeugt ihr eigentlich die Contracts auf Solidity mit Code-Snippets fertigen? Nochmal bitte? Also die Contracts werden ja deployed, ja? Ja. Genau, und da gibt es ja jetzt von Open Zeppelin gibt es ja für die ER20 irgendwie schon fertige Code-Snippets, so Wizards, und benutzt ihr sowas oder? Wir nutzen, also Enzyme hat eine Library dafür geschrieben, mit der man das, also wir sind, sage ich mal, wir sind Blockchain-Nutzer. Alles nicht klar. Nicht vier Smart Contract-Entwickler, ne? Wir haben, die haben eine super Library geschrieben, die man einfach nutzen kann, und ja, muss ich nur ein bisschen Mühe machen. Okay. Ihr stoßt die dann an und dann läuft genau, die dran. Richtig. Genau. Danke. Sag mal, habt ihr auch langfristig vor, noch mit anderen Kryptowährungen auch zu arbeiten? Also das ist, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon erwähnt habe, genau, wir haben beides so entwickelt, dass wir quasi letztendlich, was wir da haben, das in Wallet Provider wrappen. Wir haben jetzt die NFTs sind auf NEAR Blockchain, die Fonds auf Ethereum und Polygon. Also das umzubauen ist relativ schnell gemacht. Und wird sich immer so die Frage zeigen, also wir arbeiten ja auch gern für DAOs, ne? Wenn jetzt eine Blockchain zu uns sagt, cooles Produkt, wollt ihr das nicht bei uns auch bauen, dann ist das keine schlechte Sache, ne? Insbesondere dann, wenn wirklich Leute wie DAOs mit Geld unser Produkt sehen, sagen, es wäre cool, wenn ihr zu uns auch noch gehen würdet, dann bin ich schon nicht abgeneigt. Also ich muss ehrlich sagen, so wie es jetzt, ich bin ja ziemlich jetzt in die NFT-Geschichte eingestiegen, die anderen meinst du das inzwischen wissen. Und bei mir wäre es jetzt vor allem halt, Solana ist viel, viel günstiger für NFTs als zum Beispiel Ethereum. Also Ethereum ist, wenn du da jetzt zum Beispiel als dieses Ape, dieser Ape-Launch da war, ich weiß nicht, wie hieß das, Otherside, da war ja Gas-Fees von irgendwie $500-$600 für eine Transaktion. Und das ist halt für einen normalen, ich kaufe mal ein NFT, ist das nichts. Also, und von daher, gerade dort sehe ich eigentlich ziemlich guten Use Case, weil es viele, viele Projekte in Solana gibt, die eigene Projekte bauen, ne, und die halt so einen Shop auf jeden Fall gebrauchen können. Ja. Ja, nee, definitiv. Wir halten da unsere Augen offen, ne, und sind auch immer weiter am Abstrahieren. Das klingelt gerade, sorry. Kein Problem. Und er läuft gerade auf irgendeiner Laufbahn, gell? Genau, also wir abstrahieren so weit wie möglich, um das so einfach wie möglich umbaubar zu machen. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Jakob hier, hi, ich habe die Vorstellungsrunde leider verpasst. Die Zahlung von der DAO, du hattest kurz erwähnt, oder Stefan war es, dass das so unterteilt war in Zahlungen, dass da schon nochmal eine Kontrolle war. Könnt ihr da nochmal ein bisschen was genau, erzählen? Genau, die hatten uns Milestones, Milestones gegeben, ne? Also halt zwei Milestones. Und der zweite, der letztendlich die volle Zahlung dann beinhaltet, da ist noch fehlt noch der Launch. und sobald der dann da ist, erwarte ich da Zahlung. Haben Sie dann da den Code geaudit oder gesehen oder habt Sie demonstriert oder wie kann man sich das vorstellen? Ich meine am Ende, dass Sie einen Meilenstein erreicht haben. Es gab einmal ein Zwischenmeeting, Video, also wir haben tatsächlich ein Video geschickt, wir haben ein Video produziert, wie weit sie sind, und dieses Video haben wir dann geschickt.
Genau, ne? Und das war dann halt eben der erste Milestone und dann der zweite, der ist, da wir noch im Beta-Launch sind, ne, kommt der nach dem Launch. Und hat die Enzyme DAO eine Legal Entity? Also liegt deren Treasury auf einem Balance Sheet oder ist das? Es ist ein Verein. Es ist natürlich total spannend, ne? Wo schickt man denn eigentlich eine Rechnung hin, weil man mit einer DAO zusammenarbeitet? Ne? Und alles, mit was ich bisher in dem Bereich gemacht habe, war immer entweder in einer Foundation oder eben einem Verein in der Schweiz. Ah ja. Ja. Da Enzyme in der Schweiz ist und ich weiß, irgendwie letztes Jahr habe ich gelesen, dass die ersten Aktien tokenisiert worden sind, bekommt ihr da was mit über Enzyme? Ich meine, sehr hochspannend, sage ich mal, weil vorhin hat der Stefan erzählt, dass das, wie heißt denn die Marion oder die Gründerin, eben so ein Statement gemacht hat, es braucht 9 Monate und 100.000 oder 200.000 Euro oder Schweizer Franken, um einen Fonds aufzumachen. Und wenn jetzt Aktien tokenisiert werden, schon langsam, das ist ja das Produkt ja auch, ja, spannend für TradFi, sag ich mal, da ein Auge zu werfen. Also ich habe jetzt da keine näheren Informationen, außer die, dass es halt eben gut dran gearbeitet wird, ne? Und halt, also prinzipiell, ich sehe auch eben nachher diese Enzyme vorne, wirst du alles reinpacken können. Ne? Also halt einfach, weil es wohl... Also kann ich nur was sagen, weil unsere Aktien, die Aktien der Zülke Technology Group, die sind auch tokenisiert und zwar von Daura verwaltet. In der Schweiz ist es ja so, du hast keine GmbH in der Schweiz. Das heißt, jede kleine Firma, die hier eine GmbH ist mit 20 Mitarbeitern, ist ja eine AG in der Schweiz und die verwalten dann ihre Aktien irgendwo in einem Excel-Sheet. Und das ist natürlich nicht die allerbeste Idee. Das heißt, da gab es in der Vergangenheit wirklich ziemlich große Summen, die man da bezahlen muss, wenn man zu einem großen Finanzinstitut geht und was weiß ich. Eine UBS bittet mal, die eigenen Aktien zu verwalten für 20 Aktionäre. Da freuen die sich total, wenn du um die Ecke kommst. Da zahlst du sehr große Summen. Das heißt, da gibt es jetzt erste Bewegungen, teilweise eher auf Permission Chains. Das sind also Lösungen von der Swisscom und Co., die da vertrauenswürdig sind in der Schweiz. Und die Daura, das Ding mit Zygnum und CustoDigit hängen die hier zusammen. Und insofern haben wir da zum Beispiel unsere Aktien drauf. Und ich glaube schon, dass das in der Schweiz spannendes Ding ist, auch tokenisierte Aktien dann irgendwie vielleicht investierbar zu machen über Enzyme Perspektive, nicht nur auf so Krypto, klassischen Kryptowerten zu setzen. Aber ich glaube, das ist schon noch ein bisschen Zukunftsmusik für den Moment, aber bestimmt ein spannender Anwendungsfall der Zukunft. Ja, vielleicht dazu noch gerade, Stefan, weil das ist ja gerade am Aktienmarkt, hast du ja auch viele dieser Algo-Trades, die da laufen. Ich habe mich das nämlich vorhin auch gefragt. Ist Enzyme jetzt nur spezialisiert auf Tokens? Geht es da wirklich nur um Krypto? Weil das wäre jetzt absolut unvorstellbar, was man da ja auch von diesem ganzen Algo-Trading eben mitbekommt. Also vielleicht das noch. Und Jakob, ich bin relativ stark am Aktienmarkt da selbst am Investieren. Ich habe vor 2 Jahren auch eine Stiftung gegründet, mit der wir investieren und habe da vielleicht ein paar interessante Kontakte für dich, wenn du sagst, du brauchst Fondsmanager oder Ex-Fondsmanager und brauchst ein bisschen Input. Vielleicht können wir uns darüber nochmal austauschen. Und, also können wir im Nachgang machen. Und dann habe ich noch eine Frage zu dem NFT Marketplace oder zu diesem NFT-Projekt, das du aufgesetzt hast. Also ich habe es richtig verstanden. Es ging erstmal darum, um dann Cash zu erzeugen. Also warum musstet ihr irgendwie Geld bekommen? Und ihr habt euch bei dem Marketplace auf, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt, weil ich bin nicht aus dem Programmierer-Background, ich habe keinen Programmierer-Background, ich bin eher so aus dem Projektmanagement. Also ihr mintet nur Bilder auf dem NFT-Marketplace. Nee. Also du kannst damit machen, was du willst. Ja, also kannst Bilder, Tickets, Musik, Videos, du kannst PDFs hinzufügen. Wir nutzen da eben Mintbase als Basis, die da unheimlich hohe Funktionalitäten bereitstellen. Ja, du kannst, ist super, was du da machen kannst. Kannst 3D-Art, kannst du machen, kannst alles machen. Kannst Also du sagst, ich kann eigentlich alles in so einem NFT minden, weil ich bin in folgendem Projekt involviert. Da geht es darum, es gibt ein Marketplace für Intellectual Property.
Ja, also das sind auch der Wissenschaftler auf diesem Marketplace. Der ist auch schon up and running. Und da geht es jetzt darum, kann ich mein Patent, kann ich meinen Code, kann ich mein komplettes Intellectual Property, was ich eben so habe, vielleicht auch meine eigenen Skills, eben als NFT minten und kann dafür ein Funding bekommen. Also kann dann sehr schnell ein Patentrecht sozusagen erzeugen. Also wir sind auch mit Rechtsanwälten in der Klärung, welche Rechte man an diesem NFT hält, wenn man es denn erwirbt. Aber es geht letztendlich darum, auch das als Crowdfunding-Plattform aufzuziehen, um eben diesen also Startups, Entrepreneurs, Innovators, all denen schon so ein Seed-Funding viel einfacher ermöglichen zu können. Und ja, wenn du da jetzt so stark schon involviert bist, wir sind so, also ich suche sozusagen noch an jemanden, den ich ein bisschen über so eine Schnittstelle ausfragen kann, weil wie gesagt, den Marketplace gibt es schon, wir verbinden das gerade mit dem Crowdfunding. Da habe ich auch schon, vielleicht hast du von LenderKit mal gehört, mit denen bin ich da gerade in Kontakt. Kann ich dir aber auch gerne mal zuschicken. Aber es wäre ganz cool, wenn ich dich da nochmal interviewen kann. Vielleicht einfach mal ein Telefonat. Na klar. Im Nachhinein hierzu. Ja. Also die zwei Themen fand ich ganz spannend. Und da ich heute ja gesagt habe, ich bin so reingeschnitten in den Vortrag. Mega, mega, mega Vortrag. Habe ich nicht erwartet, nochmal so viel Input zum Tagesende zu bekommen. Also echt cool. Danke. Ja, klasse. Dankeschön. Ja, am besten schreibst du mich einfach bei LinkedIn an oder was. Und dann machen wir einen Call aus. Ja. Super. Marco, vielleicht noch ein Kommentar zu IP in NFTs. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ob du VitaDAO schon mal gehört hast, die machen ganz coole Sachen und packen IP-Rechte in NFT. Und, kann man Kannst du das gerade mal in den Chat reinschreiben? VitaDAO? Das ist ein eigen, also das sollte mal jemand einladen von denen, richtig cool. Molecule GmbH sitzt in Berlin, sitzt hinten dran. Sehr, sehr cooles, sehr, sehr cooler DAO. Ja, an der Stelle vielleicht mal, ich würde dann mal auf den offiziellen Teil beenden. Das heißt an alle Zuschauer draußen, danke fürs Zuschauen und wir gehen jetzt rüber in den privaten Teil. Dankeschön.